auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Wir kommen zur Pressekonferenz Oberliga Baden-Württemberg, 16. Spieltag mit der Partie 1. CFR Pforzheim gegen den SV Spielberg. Das Endergebnis 2:1, die Torschützen zum 1:0, Johnny Zinnram in der 24. Minute, dann das 2:0 durch Stanley Ratifo in der 50. Minute und der 2:1 Anschlusstreffer durch Stefan Müller in der 76. Minute. Ich begrüße beide Trainer hier bei mir. Andreas Augenstein, neuer Trainer SV Spielberg, und Gökhan Gökçe, unser Trainer. Und gebe auch gleich das Wort an die beiden Trainer weiter. Herr Augenstein, erstes Spiel heute, erstes Pflichtspiel in der Oberliga für Sie im neuen Verein. Eine knappe Niederlage, am Anfang hat es nach einem klaren Ergebnis ausgesehen, aber dann gegen Ende war es nochmal richtig spannend. Wie haben Sie es heute erlebt? Ja, also mal hallo zusammen. Klar, das Ergebnis, sage ich, da brauchen wir auch nicht um den heißen Brei reden. Das ist eine absolut verdiente Niederlage gewesen. Wenn ich sehe, wir wollten hierher, wir wollten mutig, wir wollten ehrgeizig, wir wollten hier willig auftreten. Und da haben wir einiges vermissen lassen. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Das ist natürlich enttäuschend. Und so muss man auch ganz klipp und klar sagen, da nehme ich mir auch kein Blatt vor den Mund, da wird der Klassenerhalt sehr schwierig zu schaffen sein. Das ist klar, individuelle Fehler kommen dann natürlich dazu, aber die Art und Weise, klar, die letzte Viertelstunde, wenn wir das natürlich das Positive rausziehen, da müssen wir uns auch aufhängen und sozusagen daran anknüpfen, wie die letzte Viertelstunde war, wenn Pforzheim seine Möglichkeiten, gerade durch die individuellen Fehler, die wir gemacht haben, konsequenter genutzt hätten, dann wäre es noch ein deutlicheres Ergebnis geworden. Und das sind Dinge, da müssen wir einiges besprechen. Ich kann nicht hergehen als Spieler mit so und so viel Oberliga-Erfahrung, einfach die Verantwortung immer weiter wegschieben von mir und dem nächsten übertrage. Da fehlt mir einfach der nötige Biss, der nötige Wille und vor allem die Leidenschaft. Und da werde ich den Hebel ansetzen. Und ansonsten, glaube ich, gibt es da auch nicht mehr von meiner Seite zu sagen. Vielen Dank, Andreas Augenstein. Gökhan, zuerst mal Glückwunsch zum Sieg. Der 8. Sieg im 11. Spiel jetzt. Wir haben in der ersten Halbzeit, denke ich mal, ein Anknüpfen gesehen an das Spiel in Villingen. Tolle Spielzüge, auch zwei schöne Tore dann bis zur 50. Minute. Aber dann so in den 60., 70. Minute... Was ist da passiert, dass es nochmal spannend wurde, ohne jetzt die Leistung der Mannschaft insgesamt schmälern zu wollen? Ja, wir haben da weitergemacht, wo wir in Villingen aufgehört haben. Wirklich 60 Minuten das Spiel heute dominiert. Sehr gute Spielzüge, viele Torchancen. Hätten den Sack schon frühzeitig auch zu Ende den Sack zumachen müssen. In der ersten Halbzeit hätten wir schon 2-3 Tore machen können. In der zweiten Halbzeit diese Riesenchancen, da muss man einfach schnell sein. Ja, und vielleicht ohne Hektik mal zum Abschluss kommen. Wir zappeln da immer da vorne rum und wollen schnell einen Abschluss. Vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger sein und den Torwart ausschauen und abschließen. Das zum Torabschluss. Und ja, die gesamte Mannschaftsleistung hat bis zur 60. Minute wirklich sehr gut funktioniert. Und nachdem die Spielberger ein, zwei Mal gefährlich gekommen sind, sind wir aus dem Spiel geraten. Obwohl wir ein Mann mehr waren, haben die Bindung zum Spiel verloren. Nichtsdestotrotz hatten wir eigentlich gute Möglichkeiten, wo wir den letzten Ball spielen können. Da haben wir ein bisschen zu lange gebraucht, waren zu lange am Ball, haben unsere schnelle Spieler verpasst anzuspielen. Und ja, ich habe es meinem Sportchef auch auf der Bank gesagt, du, es kann jederzeit ein Tor fallen, die sind bei den Standards gefährlich. Dies ist dann auch passiert und danach sind wir vielleicht aufgewacht, haben dann gekämpft, aber die Frage ist, warum machen wir das Spiel so spannend, warum beenden wir die Sache nicht vorher? So ist Fußball, das macht auch beim Fußball Spaß und ja, wir haben die drei Punkte. Ich hoffe halt, dass wir in Reutlingen nicht
so starten, wie wir heute aufgehört haben. Vielen Dank, Gökhan. Andreas, ja, Spielberg wird sicherlich keine einfache Aufgabe. Was hat dich besonders dran gereizt, diese Aufgabe zu übernehmen? Und der zweite Teil der Frage ist, wie relevant ist die Tatsache, dass du jetzt im Abstiegskampf eigentlich gegen deinen Ex-Verein spielst, dem du vorher zum Aufstieg verholfen hast? Ja, also zur ersten Frage. Ich sehe trotzdem Potenzial in dieser Truppe. Wir müssen es einfach schaffen, als Mannschaft aufzutreten und einfach wieder diese Tugenden, wie immer so schön gesagt wurde oder wie man so schön sagt, die müssen wir auf den Platz bringen. Weil ich glaube, dass die Qualität zwischen Jung und all, dass die da ist. Nur das müssen wir zusammenbringen. Und wenn das mit dieser Tugend wieder, mit Wille, Leidenschaft, den Wille gewinnen zu wollen und auf dem Platz und sich da selber rauszuholen, und da muss sich jeder an die Nase packen und da werde ich einen Teil dazu beitragen, mein Bestmögliches geben, ich gehe da voraus und dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir das auch schaffen können, hundertprozentig. Und das Zweite, klar, Friedrichsthal, das ist immer noch ein Teil von meinem, sagen wir, die Hälfte meines Herzens. Ich war da 2,5 Jahre, habe da schöne Zeit gehabt, aber ich habe ja auch diese Entscheidung damals getroffen. Ich wünsche meinen alten Jungs natürlich auch alles Gute, aber letztendlich, es geht weiter. Man muss sich wieder alles von neuem erarbeiten. Ich bin jetzt Trainer vom SV Spielberg und werde dafür alles tun. Und wenn es dann letztendlich für uns langt und für Friedrichsthal nicht, dann kann ich es auch nicht heben. Und von daher gehen wir ganz klar mit dem Ziel, Spielberg möchte in der Oberliga bleiben. Und so gehe ich die Sache an. Dann bedanke ich mich schon mal bei den beiden Trainern für ihr Kommen. Ich möchte noch hinweisen auf unser Spiel der A-Junioren morgen in der Oberliga Baden-Württemberg um 14 Uhr und um 19 Uhr, glaube ich, abends unsere Eishockeymannschaft in der Saint-Mour-Halle. Das nächste Heimspiel der ersten Mannschaft sehen wir am 1. Dezember gegen den FSV Bissingen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen noch ein schönes Wochenende. Kommen Sie alle gut nach Hause. Euch noch alles Gute für die weitere Saison. Hoffentlich schafft ihr den Klassenerhalt. Ich fahre lieber nach Spielberg als 200 Kilometer weiter. Etwas eigennützig, aber trotzdem alles Gute für euch. Vielen Dank. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.